Allzeit bereit. Allzeit bereit. Soll ich einen Countdown geben? Einfach los starten. Ich glaube, du kannst einfach losstarten. Ich hätte jetzt bereits genügend Zünkpunkte, allein schon diese erste Frage, auf die ich jetzt gerade eben geantwortet habe, oder nimmst du noch nicht auf? Ich nehme auf. Nimmst du jetzt auf? Ja, ich nehme auf. Schon die ganze Zeit oder jetzt gerade erst? Seit 30 Sekunden. Okay, ja, dann passt es. Okay. Das nicht auf. Gut, dann. Warte, ich möchte mir noch ganz kurz ein Rhetorikwasser einschütten. Drei, zwei. Alter, alles auf dem Tisch verteilt. Okay, let's go. Okay. Einen wunderschönen guten Tag, liebes Internet, und willkommen hier bei SQ Enterprises featuring Nostradamus Gaming. Ich bin Ishma und wir haben hier heute einen extremen Talk mit Quert. Ja, nein, so nicht. Bitte nicht nochmal. Ja, niemals. Was hast du unseren Zuschauern zu sagen, nach dieser langen Zeit, wie sie nichts von uns zu sehen bekommen haben? Das war eine Lüge. Man könnte gar von einer Ironie sprechen. Ja, sowas ähnliches. Ganz leicht. Und wir haben uns hier eingefunden, zu zweit, um über ein Spiel zu sprechen, oder vielmehr dessen eventuelle Fortsetzung, dass wir in letzter Zeit erstens sehr oft gespielt haben und zweitens, dass wir auch sehr in unsere Herzen geschlossen haben. Ich möchte gar fast sagen, es ist mittlerweile eine unserer Lieblingsspiele, wenn nicht sogar unser Lieblingsspiel schlechthin. Ja. Die Rede ist von Halo Wars. Ja, und nicht von Halo Anniversary, wie fast jeder jetzt erwartet hätte, wenn man darüber redet, dass es einen möglichen Nachfolger in der Halo-Szene bekommt. Nein, es ist tatsächlich Halo Wars und es ist auch nicht völlig auszuschließen, dass Halo Wars 2 kommt. Also natürlich wird jetzt gerätselt, ob 343 den Release-Termin von Halo 5 oder Halo Xbox One wirklich einhält, also der im Teaser-Trailer zu sehen war. Es wird eher darüber spekuliert, vor allem haben sich die Gerüchte gefestigt, dass der Release-Termin, der eigentliche von Halo 5, jetzt von Halo 2 Anniversary übernommen wird. Doch möglicherweise kann man sich da nicht so sicher sein, denn Halo, 343 Industries, die jetzigen Macher der Halo-Spiele, hat auf jeden Fall bestätigt, sie sind dabei an mehreren Projekten neben Halo 5. Und da ist natürlich viel Spielraum. Es könnte natürlich sein, dass es Halo Spartan Assault 2 ist, The Revenge of the Smartphone, but ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Wer weiß. Immerhin kommt, für alle, die es nicht wissen, Spartan Assault übrigens auf Steam raus. Aber egal, das ist jetzt auch gar nicht das Thema. Wir sind nämlich der Meinung, dass Halo Wars ein unendliches Potenzial für einen Nachfolger hat, da es ein, unserer Meinung nach, recht verkanntes, aber sehr gutes Spiel ist. Und warum, werden wir jetzt auch gleich im Nachhinein erläutern, genauso wie was wir uns denn unter einem Halo Wars Nachfolger vorstellen würden und was denn dort alles möglich wäre. Mit anderen Worten, wir werden wild spekulieren, höchstwahrscheinlich basierend auf keiner Grundlage teils, aber ich hoffe, es macht trotzdem Spaß, unseren Worten zu lauschen. Und damit mögen wir höchstwahrscheinlich auch gleich mal ins Thema stürzen. Halo Wars 2 wäre einfach super. Es wäre endlich das, worauf wir so lange gewartet haben, wobei man sagen muss, dass ich sogar noch später erst auf den Kika von Halo Wars gekommen bin, weil ich vorher auf den Kika, Kinderkanal von Halo Wars gekommen bin, ja. Und weil vorher, wie jeder weiß, habe ich Halo 3, genau. Ausschließlich Halo 3 und Halo 2 auf dem PC gespielt und das war eine schöne Zeit und ich habe natürlich Halo Wars probiert, ich habe es mir selber nie gekauft gehabt, damals, und dann habe ich es probiert und habe mächtig auf den Sack bekommen,
im Multiplayer. Vor allen Dingen schon aus dem Grund, weil ich mit Strategie so, ja, das heißt, nichts anfangen konnte. Ich habe gerne mal Stronghold Crusader gespielt, aber auch nur so für mich alleine. Und dann habe ich einfach 100 Millionen Araber gebaut und bin dann irgendwo hingegangen und der Schwierigkeitsgrad war sowieso einfach. Nein, aber dann bin ich tatsächlich dazu gekommen, ich wollte meine Halo-Sammlung endlich vervollständigen und habe mir dann im Nachhinein, was ich vorher nicht hatte, mir Halo 3 ODST und Halo Wars gekauft. Und der gute Quert hatte natürlich auch Halo Wash zu dem Zeitpunkt und hatte schon ein bisschen mehr gespielt gehabt. Und da haben wir herausgefunden, dass wir ein echt krasses Team sind, nachdem ich erstmal hier in die ganzen Grundlagen gekommen bin. Und Halo Wars ist echt super, wenn ihr das mit einem Freund oder drei Freunden zusammenspielt und ihr diese massive Schlacht miterleben könnt. Natürlich, massive Schlachten ziehen dann auch immer Lags mit sich, ja, die 360 dann doch etwas schwach dafür ist. Und ja, es ist aber echt toll gewesen. Was man nämlich oft verkennt, ist, oder viele beginnen immer mit Halo Wars, steigen ein, gehen in den Multiplayer und kriegen erstmal auf den Sack. Im Folgenden wird dann spekuliert, Halo Wars ist unbalanced und scheiße. Und danach legt man das Spiel wieder aus, vielleicht zieht man sich den Singleplayer nochmal an, spielt ihn durch für die Gamerscore, was weiß ich. Vielleicht mag man ihn sogar, oder wegen den Cutscenes, weil die sind echt geil. Hier könnte man eventuell auch etwas einspielen, aber egal. aber zumeist wird der Multiplayer dann nicht wieder angefasst. Und das ist eigentlich sehr schade, weil Halo Wars hat gar keinen unbalanced Multiplayer. Zumindest meines Erachtens okay. Vielleicht ist er nicht so perfekt gebalanced wie jetzt, sagen wir, ein StarCraft. Aber je länger man spielt, desto mehr begreift man eigentlich erst die Taktiken hinter Halo Wars und die Vorgehensweisen, sowie wie man selbst online länger besteht als 10 Minuten, ohne von irgendwelchen General Majors auf den Sack zu bekommen. Und erst dann ist man eigentlich wirklich fähig, über das Spiel selbst zu urteilen. Zumindest im Allgemeinen für sich selbst kann man natürlich viel früher urteilen, wenn man befindet, dass Strategiespiele nicht für einen sind. Aber erst dann weiß man nämlich, erst dann kommt man auf den Riecher, dass Halo Wars doch ein wenig komplexer ist, als einfach nur Einheiten zu bauen und dann irgendwo hinzulatschen und alles kaputt zu machen, was rumsteht, oder kaputt gemacht zu werden. Denn oftmals kommt es einem so vor, wie es wäre eine gewisse Kombination an Einheiten unmenschlich overpowered, wie zum Beispiel der Scarab der Allianz. Doch je länger man spielt, desto mehr kommt man eigentlich dann irgendwann dahinter, dass auch der Scarab eigentlich schon fast wieder schwach ist. Nein, sogar sehr leicht zu kontern mit den entsprechenden Charakteren, Waffen und Einheiten. Und erst dann, ja, erst dann ist es einem eigentlich wirklich möglich, die ganze glorreiche Daseinsform eines Halo Wars zu erfassen, ja. Das wird leider aber oft nicht getan. Das ist vor allem dann die Sache, was du gesagt hast mit dem Balancing, wo ich glaube, wenn ein Halo Wars 2 kommt, dann ist das ein sehr großer Faktor, dass Free for Free es hinbekommt, das Balancing ähnlich gut wie oder sogar besser als von Halo Wars 1 hinzubekommen. Und das ist natürlich eine große Aufgabe. Vor allem, wo man sagen muss, das haben wir noch gar nicht erwähnt, dass zu Bungie-Zeiten Halo Wars von den Ensemble Studios kreiert worden ist, die auch, was haben die gemacht? Age of Empires? Genau, das kennt man, ja. Doch, ja. Und dann hat Microsoft sie aufgelöst, so sympathisch wie Microsoft eben ist. Und ich weiß nicht, was mit den Mitarbeitern passiert ist. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass diese Mitarbeiter nicht einfach davon gejagt wurden, sondern einfach mit Free for Free fusioniert wurden. Also als Teil an Free for Free eingeschlossen wurden. Das heißt, dass höchstwahrscheinlich Free for Free dafür verantwortlich sein wird, Halo Wars zu machen. Natürlich hat dieses Studio auch seine Kumpanen wie, wie heißen die, die auch an Anniversary gearbeitet haben und die Maps von Anniversary gemacht haben? Certain Affinity? Genau, die haben auch die Affinity. Genau, die auch die Fortune Halo 4 gemacht haben, wobei ich aber nicht glaube, dass diese Typen viel mit Halo Wars 2 zu tun haben werden, sondern eher mit Halo 2 Anniversary. Insofern ist es. Und
sofern es denn kommt, ja. Und da gibt es echt Sachen, auf die Free for Free aufpassen muss. Denn Free for Free hat auch schon mal einen Halo Ego Shooter ziemlich in den Sand gesetzt und ein Halo Wars, das im Sand liegt, will kein Halo Wars Fan sehen, denn es ist jetzt, wann kam Halo Wars raus? 2009, glaube ich. Kann das sind gut jetzt, sein. Das sind jetzt schon geballte 5 Jahre. Und es wird Zeit. It's time. Natürlich sieht man, die Community von Halo Wars ist extrem fest. Es spielt immer noch genug Leute, um gut was zu finden. Schneller als in Halo 4. Vor allem unfassbar schnell. Ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Du gehst auf Suchen und du hast sofort was. Obwohl es so scheiß... Es sind noch nicht mal scheiß wenig Leute. Es sind immer so um die 1000, 1500. Und das reicht für so ein RTS-Game völlig aus. Ja, man denkt persönlich, es wäre eigentlich ziemlich wenig. Aber man hat mehrere Sachen, die in, vor allem bei einem RTS auch nicht schlimm sind. In Sache Nummer 1 ist es eigentlich ziemlich wurscht, was für eine Leitung die Gegner haben. Außer sie ist das katastrophalst. Ja? Indigo-Bambus. Aber normalerweise ist es eigentlich wurscht, weil bei einem RTS brauchst du nur bedingt Echtzeit. Du musst jetzt nicht innerhalb von Sekunden also natürlich muss man, es ist schwer auszudrücken, was ich meine, aber es geht auch sehr gut zu spielen, ohne dass man selbst die Mega-Leitung schlecht hindert, weil man muss zwar schon schnell reagieren können, aber es ist jetzt nicht nötig, dass man eine Millisekunden genaue Ding hat. Ja. Dann des Weiteren ist einfach der Suchalgorithmus, ich weiß auch nicht, wie sie das hingekriegt haben oder was sie da gemacht haben, einfach so schnell, selbst wenn nur 600 Spieler gerade online sind, man findet sofort was. Ich hatte eigentlich noch nie, dass ich in Halo Wars auch nur ansatzweise so lange gewartet habe wie in Halo 4 jetzt zum Beispiel. Das ist, man drückt gleich suchen und hat normalerweise nach einer halben Minute was gefunden. Und wenn man nach einer Minute nichts gefunden hat, dann bricht man die Suche ab und startet sie neu und findet dann sofort was. Warum wunderlicherweise funktioniert das auch immer. Ja, das stimmt. Weil wenn man wirklich länger als 30 Sekunden wartet, dann macht man das einfach von neu und dann funktioniert das sofort. Also dieser Algorithmus ist super und wenn sie das auf der Xbox One hinkriegen, dann wäre das super. Was die auch machen könnten, eine natürlich für Xbox One, das wird wahrscheinlich passieren, weil es halt ein Konsolen-RTS ist, aber vielleicht auch versuchen hier, komm, wir versuchen es mal mit dem PC, weil auf dem PC sind RTS natürlich immer sehr begrüßt, wobei auf dem PC die Konkurrenz natürlich extrem groß ist und auf einer Xbox One hätte sie eine Monopolstellung. Und ich bin mir auch nicht sicher, weil man leider sagen muss, dass RTS in letzter Zeit auf dem sehr absteigenden Ast sind. Früher waren sie eigentlich das Go-To-Spiel überhaupt schlechthin, aber mittlerweile muss man sagen, bis auf StarCraft zerreißt eigentlich kein RTS mehr irgendwas. Die sind alle so ein bisschen so in der Vergessenheit, in der Versenkung gelandet. Warum auch immer, was ich sehr schade finde. Gut, RTS sind natürlich meist auch vergleichsweise anspruchsvoller als der Shooter im Allgemeinen. Die Kinder sind meist zu fett und zu dumm, um sich Taktiken zu überlegen. Ich meine, man muss schon sagen, die Generation heutzutage ist alles auf den schnellen Kill in Call of Duty Schäferhund aus. Was? Warum Call of Duty Schäferhund? Ja, weil ich in Call of Duty Ghost keinen einzigen Geist gesehen habe, aber dafür umso mehr Schäferhunde. Oh. Ja. Ich meine, wenn ich mir das Squad bei Ghost mal so ansehe, dann sind das eher total die Clowns und mit Geisterhaft hat gar nichts zu tun, bis auf ihre dämliche Maske. Weil sie ihre hässlichen Fressen verstecken. Und selbst ihre Maske ist eigentlich kein Geist, sondern ein fucking Skelettkopf. Das ist es auch. Oh, wie cool. Schreiben wir schnell eine Mail an hier. Wie heißen die? Infinity War. Und Sledgehammer. Wobei, sind die überhaupt noch dabei? Ich dachte, nee, die waren weg, gell? Dann irgendwann, oder? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Weiß ich auch nicht. Aber darum geht es ja gar nicht. Hier reden wir darüber, was Halo Wars 2 noch cooler machen würde. Und ich fange mit dem ersten Punkt an, der es richtig cool wäre. Forge. Also nicht Sergeant Forge, sondern den Modus Forge. Ja. Obwohl Sergeant Forge auch cool wäre. Aber eventuell ein wenig unmöglich. Aber wir wollen nicht weiter spoilern. Ja.
Wobei es aber auch so cool wäre, irgendwie, du hast so den Forge-Modi und dann, Ist da einfach Forge, der so alleine ja, rumrennt und Forge, der irgendwas redet. Ja, Forge, der Karteneditor, wie er schon aus den Ego-Shootern bekannt ist, wäre echt super zum Bauen eigener Maps. Und mir fällt auch gerade kein Echtzeit-Strategiespiel ein, das einen Map-Editor hat. Ich bin zwar nicht bewandert in dem Genre, aber mir fällt jetzt echt keiner ein. Eigentlich hat jedes Spiel, jedes Strategiespiel am PC hat einen Map-Editor. Selbst Age of Empires hat da einen. Ja, stimmt, da gab es einige, aber nicht StarCraft. Ja, das stimmt. Okay, gut, die Alten hatten immer einen Map-Editor. Ja, das stimmt. Empire jetzt. Earth hatte immer einen, Age of Empires hatte einen. Sogar hier Stronghold hat auch. Ja. Oh, scheiße, ja gut, dann habe ich mich vertan. Aber trotzdem, Halo Wars hatte keinen. Der Hahn und stieg von der Ente. Genau. Ja, aber dennoch wäre es sehr schön, sehr cool. Da kann man diese Power-Up-Stationen schön hinstellen, wie auch in Halo Wars 1, so Regenerationsteile oder so Generatoren, wo du Wächter ausbilden kannst, die in deinem Team spielen. So war's. Für alle, die Halo Wars nicht gespielt haben, es gibt auf der Map, also kommt auf je nach Map drauf an, ne? Immer so gewisse Besonderheiten, die sich meist immer in bestimmten Blutväterstrukturen darlegen, verkörpern, keine Ahnung, mir ist das Wort entfallen, das ich eigentlich sagen wollte. Wie zum Beispiel eben auf einer 3 vs 3 Map gibt es in der Mitte eine sogenannte Blutsväter-Heilspitze. Und diese Blutsväter-Heilspitze tut, wie ihr Name schon sagt, sie ist ein langes Konstrukt, das aus dem Boden ragt und in einem kleinen Umkreis um sich herum sämtliche Einheiten heilt. In natürlich nicht so Insta-Heil, du gehst hin und zack, er hat volle Insta-Heil. Leben. Insta-Heil. Zeit, Selfies zu machen. Egal. Nur Hipster heilen sich bei Insta-Heil. Nur Nazis sind bei Insta-Heil. Hipster. Egal. Jetzt muss ich mir echt Hitler mit so einer blöden Mütze und so einem wuschigen Bart am Kinn vorstellen. Oh Mann. Wie er so ein Apple hält. Oh nein. Wie ein Apple hält. Oh Mann, ein Apple hält. Oh, egal. Hält Apple. Ach Gott, nee, irgend so ein Apple. Scheiß, wie er sich ein iPad als Ohr hält oder was heutzutage so in ist bei den freshen Kids, ja. bei die Person bei mit dem iPad, ja. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall, ja, die Heilspitze, dann gibt es aber auch so Sachen wie, die Reaktoren sind natürlich sehr wichtig, wo man Marines reinsetzt, die dann deine Forschungsstufe oder deine Wissensstufe, die du dafür brauchst, um neue Sachen zu erforschen und stärker zu werden, einnehmen, ohne Ressourcen für einen basisinternen Reaktor auszugeben. Ja. Was, so wie wir es inzwischen auch wissen, essentiell für den Sieg eines Matches ist. Sehr wohl. Die, je nachdem, Reaktoren, was für ein Extra man auf der Map hat, kann das zum Teil wirklich sehr, sehr wichtig werden, speziell die Reaktoren, weil die Reaktoren, muss man vielleicht noch sagen, sind arschteuer. Ich darf mal ganz kurz ausführen, wie es denn mit den Ressourcen für die einzelnen Tech-Stufen aussieht. Also bei den Menschen ist es so, dass sie Reaktoren brauchen und maximal 4 Reaktoren, dann sind alle Forschungen forschbar. Ja. Forschbar! Forschbar! Dam, dam, dam! Und pro Wollen Reaktor wird. Kannst du die Forschbar auch mit installieren? pro Reaktor wird es um 250 teurer. Also der erste Reaktor kostet 250 Credits, der zweite 500, der dritte 750 und so weiter. Mehr als zwei baut man aber, als drei baut man aber eigentlich meist nicht, weil dann kann man die Reaktoren auch noch upgraden. Dass so gesagt auf einem Bauplatz 2 Reaktoren stehen und das kostet 1200 pro Reaktor. Das ist ziemlich happig. Und bei den Allianzlern, die die Tech-Stufen im Tempel erforschen, sind die Tech-Stufen ähnlich teuer. Die erste kostet 1000 und die zweite kostet 2000. So viel. Und wenn man den ersten Tempel baut, der Tempel selbst kostet 500. Und dann haben sie ihre 3 Tech-Stufen zusammen, weil sie brauchen nur 3, die Menschen brauchen 4.
Und das ist ziemlich viel Knete, wenn man mal in Betracht zieht, dass ein Panzer, und ein Panzer ist eine recht teure Einheit, 500 kostet. Und ja, ich meine, es ist am Anfang, so einen Panzer zu haben, anstatt einem Reaktor, ist schon eigentlich deutlich cooler. Ja, das ist echt eine extrem teure Angelegenheit, was den Spieler selbst auch extrem zurückwirft, wenn einer seiner Reaktoren am bittersten ist, ist natürlich ein Doppelreaktor zu verlieren, weil man dann instant, sagen wir mal, 1700 Credits futsch sind. Bei so einem Angriff kann sich der Angreifer meist verpissen und seine eigenen Einheiten retten, während man selber damit beschäftigt ist, seine Existenz wieder aufzubauen, weil echt dieser Reaktor gerade kaputt ist. Ja, und der einen natürlich auch noch aufhält, weil man zum Teil auch einfach keine Einheiten mehr bauen kann, weil man für diese eine gewisse Tech-Stufe benötigt. Ja, ja, wie bitter das ist, wenn man dann unter zwei Forschungspunkten gerät und man dann keine Panzer oder allgemein Fahrzeuge bauen kann, also so wichtige Fahrzeuge, die im Krieg essentiell sind. Und auch in der Masse gebaut werden. Ja, ja, aber wie gesagt, solche Power-Ups wie zum Beispiel der Reaktor Forge-mäßig dorthin zu stellen, wo man es haben will, auch Basisbauplätze dorthin zu stellen, wo man sie haben will. Und solche Power-Ups, wenn die zurückkehren, das wäre erstmal schon mal super. Natürlich auch neue, weil das Spiel muss sich ja irgendwo auch weiterentwickeln. Und so wie ich denke, waren alle Power-Ups, zumindest auf den 2 gegen 2 und 3 gegen 3 Maps, auf den 1 gegen 1 Maps, weiß ich das jetzt nicht, was da für Power-Ups sind, aber auf jeden Fall fast auf jeder Map, bis auf Plateau, ist das Power-Up, glaube ich, extrem wichtig. Weil Plateau ist ja, dass du 10 Einheiten mehr bauen kannst, und das kann man im Laufe des Spiels mal erobern, wenn man gerade Zeit dafür hat. Am Anfang ist es ja nicht wichtig, weil du ohnehin erstmal bis auf deine Einheitenbegrenzung kommen musst. Ja, das stimmt. Und das so schnell passiert das nicht, vor allem, dass man zumeist auch Einheiten verliert im Kampf. Yes, indeed. Was auch noch sehr cool wäre, neben der Forge natürlich, wäre natürlich auch noch passend zur Trilogie neue Fraktionen, wie zum Beispiel die Blutsväter, als auch die Flood, die beide auch sehr interessante Einheitentypen hergeben könnten. Gut, man müsste natürlich sich auch wieder ein paar ausdenken, aber man muss ja auch sagen, Halo Wars selbst hat ja auch ein paar dazu erfunden, die, by the way, ich auch sehr gerne in einem Halo-Spiel sehen würde, wie zum Beispiel der Grizzly-Panzer ist einfach mal sehr genial, der sieht einfach rein cool aus. Der kam in Spartan Assault, den kann man da sogar fahren. Stimmt, ja, was ein weiteres Indiz sein könnte, dass Halo Wars nicht vergessen wurde. Vergessen, ohne Frage. Da kann in Spartan Assault, ich glaube, gleich in der ersten Mission musst du Wolverines eskortieren. Und wie einige vielleicht wissen, sind Wolverines die Luftabwehrfahrzeuge, die zum ersten Mal in Halo Wars aufgetreten sind und bis dato auch nur da geblieben sind. Halo Spartan Assault, meine ich, hat dann einige Fahrzeuge neu aufgegriffen, und dadurch kann man sagen, Free for Free hat auf jeden Fall Halo Wars nicht vergessen, so wie sie auch selber gesagt haben. Sie haben großes Interesse an Halo Wars, halten das für ein sehr gutes Spiel. Und man muss auch sagen, es gibt zig Millionen Möglichkeiten, wie sie Halo Wars aufziehen. Zum Beispiel, wie Quert schon sagte, mit Blutsvätern und Flood als spielbare Charaktere. Vor allem jetzt, wo sich die Welt von Halo durch Halo 4 etwas gedreht hat und vor allem die Blutsväter um einiges detaillierter geworden sind, wie zum Beispiel ein cooler Charakter zum Spielen wäre ja wohl der Didaktiker. Auf jeden Fall. Oder einer der Illuminaten eines Halo-Rings, der dann zum Beispiel seinerseits der seinerseits Wächter und so Fliegeviecher steuert, während der Didaktiker Prometheans hat. Das sind mannigfaltig. Wobei, jetzt fällt mir auch gerade ein, dass Free for Free wieder einen Hint auf Halo Wars gegeben hat, denn ich will nicht, obwohl ich kann das jetzt auch so formulieren, ohne zu spoilern, in Halo Wars geht es ja um das glorreiche Schiff Spirit of Fire mit seiner Crew, bestehend aus Captain Cutter, Professor Anders und Sergeant Schlag mich tot, oder Schlag Allianz tot.
Und ja, die gibt es natürlich immer noch, die brummen so durch die Galaxis und in dem Comic Halo Escalation oder so, der jetzt rauskam, ich weiß noch nicht, ob der auf Deutsch jetzt erhältlich ist, macht sich die Infinity auf die Suche nach dem Schiff Spirit of Fire und da können sie dann mit Thomas Lesky und mit Thomas Lästig und wie hieß der andere, Stefanie? Nee, Sarah Palmer. Können die glorreiche Abenteuer erleben. Ja, und niemand Geringeres als Talkshow-Moderator Thel Vardam ist dabei. Ja, der was auch ein super Charakter für Halo Wars 2 wäre. Schon, ja, stimmt. Also der Gebieter aus Halo 2 und Halo 3. Thel Vardam. Tatsächlich, das würde auch für die Story gut Sinn machen. Also man hätte schon alleine durch diese Sache unfassbar viele Charaktere. Man hätte Cutter, man hätte Enders. Ne? So was weiß ich, so ja, ja. Cutter und Infinity und Spirit of Fire versus Blutsväter, go! Ja, 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 hier Cutter, Enders, Lasky, Palmer, Gebieter, dann laufen in dem Comic auch noch Bruthäuptlinge rum. ja, und halt die Prometheans oder die Blutsväter an sich. Oder der Chief, das wäre ja auch ein cooler Befehlshaber. Stimmt, ja, wobei der Chief ja echt nur das Befehl könnte man irgendwie. Ja. Stimmt. Ja. Und, ja, genau, das war auch so eine Sache, die perfekt in Halo Wars reinpassen würde. Man hat diese neue Armee an Spartans beim UNSC, die Spartan Vierer, die als Einheitenklasse echt super cool wären und es würde dann auch wieder Sinn ergeben. Stimmt. Würde man das zur Zeit des Master Chiefs machen, dann hätte man echt wenig Spartans. Wahrscheinlich nur einen und da muss man echt Glück haben, ob der gerade auch da ist, wo man kämpft und das ist sehr unwahrscheinlich. Wir wissen ja, wo der eine gekämpft hat. Es gibt ja noch Spartan 2. Ja. Und zwar gut. Ja, gut, unter anderem die, auch die auf der Spirit of Fire, nämlich Team Alpha? Das waren. Nein, aber Team Red, oder? Waren das nicht schon Spartan 3? Ich meine nicht. Ich meine, es gibt nur Spartan 2 in Halo Wars. Es ist zeitlich sehr früh. Warte, ich schau mal nach. Das Reach unterhalte mal die Zuschauer. Das Reach haben sie, glaube ich, nicht miterlebt. Ich glaube, sie sind vor Reach, bevor Reach gefallen ist. Sie waren ja auf Harvest. Ja. Dann sind sie von Harvest, dann kam der große Allianzangriff und dann wurde, glaube ich, so Arcadia, so Chisel McChrystal, und dann sind sie dahin und von Arcadia sind sie ja direkt weiter, eigentlich. Ja, es ist halt schwierig, weil als ein riesen Mischmasch zwischen Spartan 2 und Spartan 3 waren, vor allem dann in Reach. Ja, ich dachte, die Spartan 3 hätten noch nicht so wirklich Ding verlassen, Reach. Ich dachte, die wären erst noch so in Reach, hätten die so die erste Testphase so angelaufen und wären dann da alle verballert. Was, von den Dreiern oder was? Ja, ich dachte, die Dreier wurden alle auf Reach verballert, weil man sich dann so gedacht hat, ja, die waren schon gar nicht mal so teuer, mach mal das Schiff. Hier, Captain James Gregory Cutter, der hat Grizzlies, hat er da, und UDSTs. Bewaffnung, Ladungskapazität. Oh Gott, ist ja auch die Crew irgendwie. Besatzung. Douglas. Ah, hier. Die Spartans sind ja aufgeführt aus der Kampagne. Da gab es ja Spartan. Ja, ja, doch, tatsächlich. Spartan 2 waren es. Douglas 042 war ein Spartan 2. Da gab es ja gleich noch zwei. Irgendwie eine Frau. Alice oder? Die roten Frau. Und ja, genau, Alice 130 und Jerome 09. Jerome. Das waren die. Jerome, nicht Jerome. Jerome. Das waren die Spartans auf der Spirit of Fire. Sind die denn auch auf die Spirit of Fire zurückgekommen? Ja, klar, der Ding hat doch überhaupt sie erst überredet, dass sie das Allianzschiff verfolgen, Spoiler, dass Professor Enders gekapert hat. Professor Enders hat ein Schiff gekapert? Nein, andersrum. Professor Enders wurde gekapert.
Und dann hat doch Ding gesagt, ja, sollen wir sie verfolgen, sollen wir sie nicht verfolgen, bla 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 bla. Dann war sie so, und dann kam doch Douglas daher und hat gesagt, sie hat genügend Informationen, um uns zu gefährden. Ja, Spoiler Ende, Spoiler Ende. Ja, ich, die Spartans, ja, die, ja, klar, die können auch noch leben. Sicher, wenn sie Bock haben. Schon das mehr als möglich. Was war das eigentlich für ein Dunkelprophet in Halo Wars? Der Prophet des Bedauerns, ja, der war auch mit dabei in Halo Wars. Was wie Dümpelprophet? Stimmt, ja, ich dachte, das war derselbe, der ist in, dann irgendwann weggeflogen. Stimmt, der ist ja weggeflogen, Halo, als die UNSC kam. Dann hat er sich verdünnisiert. Ja, das ist der Prophet, der in Halo 2 sein Leben gelassen hat. Mhm. Ja. Das heißt, das spielt sogar noch vor Halo 2? Es spielt vor allen anderen Halos. Es ist das zeitlich am wenigsten weite Halo. Das ist aber kein Spoiler, es ist halt so. Es ist das erste Halo. Ja, Harvest-Teil. Harvest war der erste Krieg. Tatsächlich. You are right, my friend. Ja, ja. You are quite right. Frage. Naja, auf jeden Fall gibt es einen Haufen an diesen Fraktionen, die man da einführen kann, die allesamt coole Neuerungen, vor allem coole neue Fahrzeuge, Einheiten, alles Mögliche beinhalten können und das Spiel erweitern. Wobei man auch sagen muss, dass höchstwahrscheinlich eine Xbox One auch leistungsmäßig eine viel bessere Experience liefern kann als das erste Halo Wars, vor allem was Einheitenkapazität angeht. Vielleicht noch größere Lobbys, wobei man gucken muss, ob. Ich würde eher sagen, weniger mehr Einheitenkapazität. Die Lobbys könnten an sich schon größer werden. Also, aber mehr als 4 gegen 4 würde ich auch nicht machen. Oder 5 gegen 5. Ja, 4 gegen 4 ist voll viel. Viel mehr ist dann aber auch echt krass. Da muss man auch riesige Maps haben. Ja, aber mehr Einheiten würde ich gar nicht mal tun, weil das war eigentlich gerade, finde ich, eines der Sachen, die Halo Wars sehr gut gemacht hat, weil es. Ich meinte das jetzt in Bezug auf, wenn man eine größere Lobby hat. Ach so. Dann sollte man die Einheiten bei der Kapazität belassen, wie man sie hatte, ohne dass es laggen tut. Das stimmt, ja. Ich will jetzt nicht unbedingt, dass der Einzelne dann noch mehr Einheiten hat, weil wenn du volle Einheitenkapazität hast mit der Erforschung von 10 Einheiten mehr, hattest du schon genug, würde ich sagen. Ja, vor allem muss man auch bedenken, es geht ja auch um die Tatsache, wie man das Ganze steuert. Man kann ja an der Konsole mangels Tasten schlecht Steuerungsgruppen machen, wie man es jetzt am PC kann. Das stimmt. Vor allem, der nicht weiß, was eine Steuerungsgruppe ist. Am PC kann man zumeist, wenn du eine gewisse Anzahl an Einheiten auswählst, oder Gebäude gehen auch, durch Drücken von gleichzeitig Steuerung als auch einer der Zahlen von 1 bis 0, also 1 bis 9 und dann ist die 0, an der Tastatur eine Steuerungsgruppe erstellen. Die hat folgenden Vorteil: wenn du dann später auf die Taste wieder drückst, die du davor gedrückt hast, also zwischen 1 und 0 und in diesem Fall auch ohne Steuerung zu drücken, dann kann man auf diese Einheiten, die man davor dieser Steuerungsgruppe zugewiesen hat, wieder zugreifen. Da der Controller jetzt aber leider nicht über die Tasten von 1 bis 9 bzw. 0 verfügt, ja, ist das dem PC leider nicht möglich, weswegen auch so gesagt Hotkeys an sich ja nicht so wirklich funktionieren für ein PC-Strategiespiel, für ein Konsolenstrategiespiel, was natürlich der schnellen Steuerung entgegenwirkt. Jetzt kommt aber, wie ich finde, der Riesenvorteil der Xbox One, dass man Steuerungsgruppen per Sprachbefehl von Kinect steuert. Das können wir auch tun, auch Einheiten ausbilden und sowas. Vieles, was man bis jetzt so mühselig machen musste, gehen mit der Kinect. Und hier wäre tatsächlich mal ein wunderschönes Beispiel, wie man die Kinect als sinnvolles, nicht redundantes System nutzen könnte, das auch wirklich ihren Zweck erfüllt. Ja. Einziges Problem wäre halt nur, wenn man zusammen im Partychat mit seinen Freunden ist, brüllt halt einer zwischendurch immer Steuerungsgruppe 1 oder so. Das stimmt. Oder Team 1 oder wie man das dann halt nennt, welche Sprachbefehl das am Ende ist. Ja, man braucht eh schnellere Befehle, Steuerungsgruppe wäre glaube ich zu langsam. Es müsste ja, Team 1 würde es glaube ich schon bringen. Ja, irgendwas, aber ich würde sagen, es ist auch noch zu verkraften. Zumal es ja auch nur eine optionale Sache theoretisch sein könnte. Oder halt eine Geste würde es, glaube ich, wenn das
Ich meine, die Gestensteuerung ist jetzt nicht echt kacke und wenn da jetzt eine Gestik drin ist, dann... Ja, vor allem eine eindeutige Geste, die halt wirklich gut zu erkennen ist, dann geht es da auch super. Ja, und das hatte halt Microsoft auch vor mit der Kinect. Jeder hat eine Kinect und die Affen, die es halt aus dem Fenster geworfen haben, sind dann halt selber schuld und können die Option dann nicht nutzen. Genau. Aber um nochmal ganz kurz auch zu sagen, es ist jetzt natürlich nicht so, dass Halo Wars ganz ohne Shortcuts auskam. Nämlich das D-Pad wurde fleißig genutzt und meines Erachtens auch sehr sinnvoll. Mit dem konnte man nicht schnell zur Basis, zur letzten Basis switchen oder zu einer Einheitengruppierung oder zum neuesten Event, so gesagt. Der Sprecher sagt ja immer, was gerade irgendwie passiert ist, wie zum Beispiel irgendwas wurde fertiggestellt. Und dann kann man Steuerungskreuz rechts drücken und wird dann zu diesem fertiggestellten Links hingeleitet. Ich schätze sogar, dass wenn der Sprecher sagt, dass man angegriffen wird, man sogar zu dem Schauplatz, wo man angegriffen wird, drücken kann, aber das habe ich, um ehrlich zu sein, gerade noch nicht ausprobiert. Das ist mir jetzt gekommen. Muss ich mal versuchen. Ja, es ist echt selten, dass ich benutze die Shortcuts für die letzten Meldungen und so ein Zeug eigentlich eher selten, was schade ist. Ich vergesse es immer selber, mir so ein bisschen selbst anzutrainieren. Letzte Einheiten und zurück zur Basis oder so, das mache ich nochmal. Wobei, letztendlich muss man sagen, die Steuerung ist für ein Konsolen-ATS super umgesetzt. Und ich finde, wie auch viele Magazine gesagt haben, Halo Wars ist der Referenztitel für ATS auf Konsole, weil die haben echt das richtig gemacht, was sie richtig machen konnten. Das stimmt, ja. Halo Wars lässt sich wirklich für ein ATS auf der Konsole extremst gut spielen und das sollte natürlich auch jedes andere Spiel am besten fortsetzen. Ja, man muss halt sagen, klar gibt es Sachen, die in Halo Wars halt ziemlich frustrierend sind. Das mussten wir selber halt auch miterleben, dass es halt von Feinden immer angewandte Taktiken gibt, die verdammt scheiße sind und unheimlich schwer zu kontern sind, weil ein Beispiel wäre halt der Scarab, der mit endlos vielen heilenden Ingenieuren umgeben ist. Ja. Gut, da kann man mal eine Kryobombe drauf pfeffern, aber wenn der Typ oder sein Kamerad inzwischen schon einen zweiten Scarab gebaut hat, dann hast du echt die Kacke am Dampf. Ja, da muss man wirklich, also man kann es schon kontern, aber man muss früh genug wissen, was es ist. Aber das würde ich sagen, ist gar nicht mal mit einer der nervigsten Sachen, sondern was ich viel nerviger finde, ist dieses ewige Einbunkern, was manche betreiben. Und das ist wirklich sehr schwer zu knacken, wenn nicht sogar unmöglich. Denn Bunkern, gerade die Cobras werden immer sehr gerne benutzt bei manchen Maps, ja, um Engstellen zuzumachen. Und diese Cobras kann man sich vorstellen wie Artillerie so ein bisschen. Also man kann sie aufstellen, dann können sie sich nicht mehr bewegen, aber dann feuern sie so einen Megaschuss ab, der so fast wie schon so ein Sniper, ja, einfach die Einheiten kaputt macht. So ein Panzer mit zwei Schüssen. Wenn nicht sogar weniger, zum Teil, wenn sie auch noch Spartans reingesetzt wurden. Die Spartans machen nämlich, dass die Einheiten Sterne kriegen. Generell Einheiten sollte man vielleicht auch erläutern. Wenn sie viele andere Einheiten getötet haben, kriegen Einheiten Sterne und werden stärker. Also sie können Erfahrung sammeln. Bis zu einem gewissen Grad. Und als Mensch ist es einem eben auch noch möglich, dort in diese Fahrzeuge Spartans reinzusetzen. Und dann sammeln die nochmal deutlich mehr Sterne und werden deutlich stärker. Und hat ein Mensch es mal geschafft, drei richtig aufgelevelte Spartan-Panzer und oder Cobras zu kriegen, dann hat man erstmal ein großes Problem. Weil die kriegt man so schnell nicht mehr down. Ja, das sind sozusagen, ich würde gar nicht sagen Helden. Helden gibt es ja in Halo Wars auch in Form der Allianz-Anführer, die auch im Kampf mit dabei sind. Auf UNSC-Seite sind es halt gelevelte Spartans oder Einheiten an sich. Nicht zu vergessen, die Anführer-Boni wie MRB, Kryo und... Ja, die kommen beim UNSC auch noch dazu und vielleicht in leicht abgeänderter Form würde ich es begrüßen, dass das in Halo Wars 2 zurückkommt. Über die Allianz-Anführer lässt sich streiten, weil einige auch Taktiken haben, die nerven. Sie nerven echt krass, wie zum Beispiel, dass ich... die Allianz-Anführer jederzeit beliebig viele
Einheiten zu sich teleportieren können und sich selber auch wegteleportieren können. Klar gibt es dafür eine Bombe, die das verhindern kann, durch ein EMP-Störzeug, aber die halt, ist halt auch nicht immer verfügbar und für die hat man auch nicht immer Ressourcen. Und trotzdem kommt er immer wieder mit seinem Scheiß und ballert mit seinem Vortex umher oder... Ein gut gelevelter Anführer der Allianz ist ein riesiges Dorn. Speziell vor allem auch der Prophet, da er durch seine fast schon uneingeschränkte Mobilität wirklich einen Wahnsinnsvorteil hat. Stimmt, weil der kann ja jederzeit überall rumfliegen und einfach sich aus dem Kampf verpissen, selbst wenn die Distributionsbombe, die ihn vom Teleportieren abhält, da ist, kann er immer noch wegfliegen. Ja. Das ist halt ziemlich kacke durch seinen hässlichen Schwebesessel. Solche Sachen sollte man dann echt bedenken, wenn man den Anführer in Halo Wars 2 wieder aufnimmt. Ja. Aber so Einheiten-Leveling sollte schon da sein, dass du die Chance hast, deine Armee noch nicht nur durch Erforschungen und sowas zu verbessern, sondern auch dadurch, was sie erreichen kann. Vor allem auch ein weiterer Aspekt, durch den man da belohnt wird, nämlich wenn man es vermag, seine Einheiten schlau in der Schlacht zu steuern, so dass man sie nicht verliert, dass man dafür eben, so gesagt, belohnt wird. Ja. Das, das war komisch gesagt von dir jetzt irgendwie. Das ist eine wunderliche Betonung. Oh, ja, das mache ich hin und wieder sehr gerne. Sehr gerne. Noch weitere Aspekte, die wir von Halo Wars erwarten oder so Sachen, die uns auf Halo Wars weiter hocken lassen? Es wäre natürlich sehr schön, wenn wieder so exzellente Cutscenes kämen, wie sie in Halo Wars waren. Da diese wunderschön gerendert, fast schon top filmreif sind. Ja, top Musik von Steven Rippy. Und die Rippy-Brüder. Der Rippy-Clan. Es waren echt viele Rippies in den Credits und Steven Rippy hat die Musik gemacht und die war echt schön. Das stimmt. Sehr schöne Musik. Jeder erinnert sich vor allen Dingen an den Titelsong aus dem Hauptmenü von Halo Wars. Das ist ein sehr einprägsamer Titel und erinnert auch sehr stark an Halo. Nicht nur die Soundtracks der ersten drei Halos, die sehr einprägsam waren. Nee, die waren es nämlich auch. Und die gerenderten Cutscenes waren halt echt super. Man muss sagen, natürlich, Halo 4 hat extrem schöne gerenderte Cutscenes, aber die waren in der Kampagne halt eben nicht immer total vorgerendert. Das war aber in Halo Wars in jeder Cutscene so und die waren echt verdammt schön. Das stimmt, durch Halo Wars bekommt man wirklich richtig Lust auf einen Halo-Film. Ja, das ist extrem gut in Szene gesetzt. Viele Leute gucken sich einfach die Cutscenes auch so am Stück an, weil es schaut gut aus und sehr viele Leute, auch die, die nicht Halo Wars gespielt haben, sollten möglicherweise die Cutscene kennen, wo Sergeant Forge sich ein wenig mit dem Gebieter prügelt. Und wo Spartans umherfliegen und Ehrengardisten mit ihren eigenen Speeren stemmen. Das ist echt eine coole Cutscene. Das stimmt, die ist schon ziemlich sehr cool. Wobei die Eliten ja eigentlich gewinnen würden. Ja, weil wenn nicht sogar die geilste und actionreichste Cutscene, die ich aus Halo kenne. Das stimmt, die Halo Wars Cutscenes sind schon wirklich. Weil da passiert halt echt viel. Die Sache ist die, dass man so kleine und Zweikämpfe und mit den Spartans und alles viel besser in Szene setzen kann, weil in den normalen Halos passiert es nicht, weil man meist erwartet, man erkämpft sich das selber. Und zwar mit Sturmgewehr reinrennen, abknallen. Deswegen erledigt sich das, was in der Cutscene hätte passieren müssen, von selbst, weil man es selbst gemacht hat. Ja. Wie zum Beispiel in Halo 3 hat man den Illuminaten mit seinem Spartan-Laser kaputt gemacht. In der Cutscene kam dann nichts davon. Wenn ich mir jetzt überlege, hätten sie das, zumindest so den Todesstoß oder so, in eine Cutscene gepackt, dann hätte man hätte so viel daraus machen können, auch wie der Gebieter irgendwas macht und der Master Chief hängt sich da dran und dann passiert so viel. Und das konnte Halo Wars machen, weil es so ein Kampf zwischen Protagonisten halt, der kam nicht auf im eigentlichen Spiel. Klar, es war ja auch kein First-Person-Shooter, sondern ein Strategiespiel. Ja.
Ja, ja, und da hat man die Armee befehligt und die Armee... Ja. Die Armee kann jetzt nicht gegen zwei Ehrengardisten kämpfen, das wäre nämlich langweilig. Ja, vor allem... Das stimmt wohl, so funktioniert es halt nicht, ja, das ist halt... Das, was man in den Cutscenes macht, so gesagt, was in Halo Wars Cutscenes passiert ist, wie du eben gesagt hast, ist eigentlich das, was man in einem Ego-Shooter selbst machen würde. Weil, sonst kann man sich gleich den Film ansehen und den Controller weglegen. Ja, ja. Genau. Genau, doch. So ist das. Ja. Wir reden bereits etwas lange, ja. Eine Dreiviertelstunde. Nee, nicht zu lange. Ja. Willst du das in einem Video hochladen? Ja, vielleicht mache ich zwei draus, mal sehen. Nee, ich weiß nicht, ob das cool ist. Machen. Ich ja, ja, versuchen, weil das so ein Talk ist, wenn das so aus dem Konzept gerissen in zwei Teile ist, dann ist das, glaube ich, nicht so schön. Genau, ich werde versuchen, ein, wie nennt sich's, ein Podcast dazu zu machen. Ja, ja, das mach. Das war der Plan, ja, den ich hatte. Ihr müsstet jetzt wahrscheinlich noch dazu, schöne Gameplay-Szenen aus Halo Wars gesehen haben. Also zumindest die den Talk sehen und nicht den Podcast hören. Ja, ja, den Talk, ja. Er spielt von Quert selbst. Tatsache. Featuring Ishmael. Ja, ja, ich war auch dabei. Aber mich spielen seht ihr nicht. Ihr seht nur meine Einheiten umher schlawenzeln und sterben. Abkacken. Aber hauptsächlich sterben. Der Ishmael ist ja, nicht ja. So gut. Wahrscheinlich nimmst du auch diese eine Aufnahme, wo wir... Das Match war zwar gut, aber am Ende haben wir verloren auf den Docks. Die habe ich nicht gecaptured. Da hast du doch noch gesagt gehabt. Ich war mad drauf, weil wir auf den Sack gekriegt haben und dann hast du gesagt, boah, jetzt habe ich erstmal was Cooles gecaptured. Echt? Muss ich nochmal schauen, vielleicht habe ich es aber auch gelöscht. Aber ja, schau einfach deine Sachen durch und tu das Beste rein, was ja, was halt. Was ich aber auf jeden Fall habe, ist das eine Gameplay, das ich eventuell verwenden werde mit der Power Cobra. Die Power Cobra, für die deine Cobras da, die du hattest. Das Match ja, war die kurz, eine oder? So, es war nicht so mega lang, aber die Gegner waren vor allem nicht so schlecht. Das waren die plötzlich so übelst mega, es war auch auf den Docks, und sie hatten plötzlich so übelst mega viele Panzer. Und, aber die hatten keine Chance wegen deinen Cobras. Was hatte ich dann nochmal gebaut? Ich glaube, ich habe einfach Hawks gebaut. Kann sein, ja. Ich glaube schon. Ja, ja, stimmt. Ja, so, auf jeden ja, Fall, also, das war... Ich glaube, die haben aber doch, egal ob sie gut waren oder so, hart auf den Sack gekriegt. Das stimmt, ja, aber sie haben es gut genommen. Ich glaube, dein Spartan hatte, glaube ich, fast er hatte so alle Sterne voll. Ja. Und saß in der Cobra drin, die hat einfach unmenschlich viel Schaden gemacht. Das ist unfassbar. Das zerfetzt einen Grizzly fast mit einem Schuss. Das ist echt unschön. Das war richtig krass. Ja. Ja, gut, dann... Genau, ja, dann würde ich sagen, sind wir auch schon so am Ende hauptsächlich mit dem, was wir so ansprechen wollten und... Ja. Ja, wir bedanken uns recht herzlich, dass ihr zugehört habt, euch ein bisschen was über Halo Wars erzählen lassen habt und vielleicht haben wir euch ein bisschen so das Interesse geweckt. Wenn ihr Halo Wars spielen wollt, das gab es auch letztens einen halben Monat gratis auf Xbox Live, jetzt leider nicht mehr. Es ist gar nicht so teuer. Holt euch einen Buddy ran. Alleine spielen nicht unbedingt oder sucht euch einen Buddy, der Halo Wars schon ein bisschen besser kann. Und dann zockt das und dann versucht total in die Materie anzukommen und dann ist das geilste Spiel überhaupt. Das stimmt, ja. Gerade eben, wo in letzter Zeit, es war ja früher Halo War, Halo als Shooter auch nicht anders. Halo 3, Halo 2, Halo 1, damit musstest du dich beschäftigen, um gut zu werden online. Ja. Halo Reach als auch Halo 4 haben da so ein bisschen abgebaut und haben dementsprechend natürlich auch die Community ein wenig enttäuscht. Aber genau so etwas, was diese alten Halos hatten, hat auch Halo Wars noch. Etwas, wo du dich erst einspielen musst, das du lernen musst, um dann erst gut zu sein. Und dann kann man auch aber wirklich die Früchte sehen, die man erntet. Ja, und... Die Früchte. Die Früchte, genau. Und dann macht es sich auch doppelt so viel Spaß, wenn man einen besiegt hat und weiß, geil, Mann, das war, weil ich Stunden über Stunden mich mit diesem Spiel beschäftigt habe und... weiß, wie man krass spielt und das kann so schnell kein anderer machen, dann fühlt man sich gleich umso viel cooler. Genau, ja. Ja, und eine Welt noch so wir cool haben, Spaß. Ja, wir haben große Hoffnungen, dass Halo Wars 2 ja. kommt und wenn es kommt, dann seid bitte dabei und spielt mit uns, ja, da würden wir uns
sehr drüber freuen und man soll die Flinte nicht ins Korn werfen. Es kann gut sein, dass es uns erreicht, dieses Spiel. Genau, ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Gut, dann würde ich sagen. Oh. John Schuss sagt der Quint. War eine schöne Zeit. Und ich bin Ishma. Ja, ich werde jetzt auch Tschüss sagen. Nein, ich werde auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Alle Einheiten. Stab, bin dran. Bin unterwegs. Verstanden. Schon da. Wohin? Aber klar doch. Frischfleisch erforscht. Schicken Sie mich rein. Klare Sache. Ja, Startklar. Los geht's. Ja? Erwarte Befehl. Bin unterwegs. Ja? Schicken Sie uns rein. Befehle? Scorpion schon da. Rollt an. Startklar, genau. Jede Wette. Scorpion ist aufgepasst und bereit. Wird aufgestellt. Los geht's. Erfasst. Wir sind bereit. Wir ziehen los. Sind gestartet. Erwarte Befehl. Wohin? Bin dran. Sind bereit. Wolverine, wird out. Auf mein Zeichen. Bereit. Schon unterwegs. Salvenfeuer erforscht. Erwarte Befehl. Genau, klare Sache. Erfasst. Ja? Pustet sie weg. Schicken Sie mich rein. Auf dem Weg. Ziel erfasst. Bin bereit. Alles grün. Wohin? Wolverine ist im Einsatz bereit. Startklar. Wird aufgestellt. Alle Einheiten. Bereit. Aufgetragen. Verstanden. Bin unterwegs. Schon unterwegs. Aber klar doch. Unterwegs. Sofort. Regeneration bereit. Eile Ziele. Los geht's. Bin bereit. Bin dran. Bereit. Ja, klare Sache. Alles grün. Los geht's. Bazooka erforscht. Startklar. Schicken Sie mich rein. Aha. Wir sind bereit. Jede Wette. Doppelraketen erforscht. MAB verbessert. Lokale Einheiten. Online und unterwegs. Lokale Einheiten. Schon da. Klare Sache. Aber klar doch. Lokale Einheiten. Genau. Schon unterwegs. Granate. Erfasst. Wir sind frei. Wir ziehen los. MAB hat Ziel erfasst. MAB voll. MAB Munition erschöpft. Verdammt! Regeneration, heile Ziele. Das ist unvollständig. Befehle? Wohin? Verstärkungen. Granate geladen.
alles grün. Start, schicken wir uns rein. Ladung. Rufen Sie weg. Aha. Erwarte Befehl. Ziel wird erfasst. Wohin, ja. Sir? Jede Wette. Start klar. Alles grün. Schon da. Verstanden. Suchen nach Zielen. Wir sind bereit. Wir ziehen los. Los geht's. Suchen nach Zielen. Regeneration bereit. Heile Ziele. Ja, jede Wette. Klare Sache. Genau. Reserve erforscht. Befehl. Schon unterwegs. Schicken Sie mich rein. Genau. Schon da. Jede Wette. Klare Sache. Wohin? Aber klar doch. Schon unterwegs. Erwarte Befehl. Bin feindlicher unterwegs. Angriff. Aufgetankt. Schrapnell im Anflug. Bereit. Ziel erfasst. Adrenalin erforscht. Start klar. Genau. Versorgungsmodul vollständig. Unterwegs. Ja, Sir. Online und unterwegs. Panzer auf dem Weg. Ja? Aha. Pelican. Abholungskoordinaten eingeloggt. Lufttaxi kommt. Pelican im Anflug. Abholungskoordinaten eingeloggt. Transport ist unterwegs. Versorgungsmodul vollständig. Wir ziehen los. Pelican. Transport. Regeneration bereit. Regeneration abgebrochen. UAST erforscht. Regeneration bereit. Heile Ziele. Lokale Einheiten. Schon da. Versorgungsmodul vollständig. Schicken Sie mich rein. Schon unterwegs. Klare Sache. Versorgungsmodul vollständig. Höllenspringer treten weg. Station vollständig. Pelicans im Anflug. Abholungskoordinaten eingeloggt. Lufttaxi kommt! Pelicans im Anflug. Abholungskoordinaten eingeloggt. Transport ist unterwegs. OAST-Pod gestartet. Höllenspringer treten weg. So gut wie tot. Warte auf Befehle. Versorgungsmodul vollständig. Alles durch. Wird aufgedeckt. MAB feuert. MAB-Ladung unterwegs. MAB-Munition erschöpft. MAB-Munition erschöpft.
Karte befehlt. Aber klar, unterwegs. Bin bereit. Erfasst. Schicken Sie mich rein. Festsichert und geladen. Kann losgehen. Erwarte Befehl. Einsatzbereit. Start. Erfasst.